Sangerhausen, 4.2.2023, 16 Uhr. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich auf dem Marktplatz in Sangerhausen zu unserer ersten Friedensdemo. Mein Name ist Uwe, ich bin 56, die einen kennen mich, die anderen können mich, aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Zuvor, bevor wir anfangen, habe ich ein paar organisatorische Dinge. Und jetzt geht's los. Volksverhetzende, beleidigende, antisemitische und rassistische Äußerungen, Plakate und Flaggen sind verboten. Bitte haltet euch daran. Verhaltet euch friedlich, seid tolerant und wenn die Feuerwehr oder der Rettungswagen hier durch muss, macht bitte Platz. Haltet euch an die Anweisungen der Ordner. Benutzt keine Glasflaschen, zündet kein Feuerwerk und so weiter und so fort. Corona-Auflagen haben wir nicht mehr, Gott sei Dank. Diesen Sicherheitsabstand brauchen wir nicht mehr einhalten. Die Lauterbach-Burka müssen wir nicht mehr anziehen. Bleibt mir eigentlich nur momentan übrig, unseren ersten Redner vorzustellen. Das ist der Günther aus Halle. Bitte. Ja, geht das hier oder? So, geht's? Ja, Test, Test, Test. Ja, schön. Also ich freue mich über den freundlichen Empfang. Mein Name ist Günther, ich bin aus Halle. Soll heute ein bisschen unterstützen mit einer kleinen Rede. Also liebe Freunde, liebe Teilnehmer, die Rede habe ich überschrieben, Strategie der Eskalation. Was wir in den letzten Tagen und Wochen hier erleben, ist ja immer eine immer stärkere Eskalation medial und auch seitens der Politik bezüglich der Auseinandersetzung mit Russland und mit der Ukraine. Das beginnt damit, wir müssen der Ukraine gegen Aggressor helfen, bis hin zur Kritik. Das, was jetzt gemacht wurde, verläuft alles viel zu zögerlich. Politiker haben in den letzten Tagen verkündet, dass Deutschland jetzt und dass Europa Panzer in die Ukraine liefert. Politiker, die sich dabei hervortun, sind der Wehrdienstverweigerer Anton Hofreiter, der Kinderbuchautor Robert Habeck, die Trampolinspringerin Annalena Baerbock oder die ehemalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die schon mal rätselt, was das denn da für Rohre an den Leopards und Marder wären. Wir fragen uns natürlich, sind das wirklich die Verantwortlichen, die über eine militärpolitische Strategie entscheiden? Ich glaube, das ist sicher nicht so. Wir müssen dorthin schauen, wo der militärisch-industrielle Komplex sein Zentrum hat. Wir müssen in die USA schauen. Wie es bei den Amis üblich ist, gibt es dafür ein Think Tank, die Rand Corporation. Wie nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Projekt RAND 1946 gegründet, um die militärische Planung besser mit Forschungs- und Entwicklungsentscheidungen in Übereinstimmung zu bringen. Ziel ist es, und das steht bei RAND direkt drin, die USA-Regierung zu beraten, wie die militärstrategischen Ziele der USA maximal durchgesetzt werden können. RAND-Experten spielten eine Rolle im Koreakrieg und in der Propaganda des Kalten Krieges. Sie rühmen sich damit, zum Zerfall der Sowjetunion maßgeblich beteiligt gewesen zu sein. RAND ist keine kleine Organisation. Sie beschäftigt fast 2000 Angestellte aus 50 verschiedenen Ländern. Das Budget beträgt 350 Millionen Euro oder Dollar. In Europa ist RAND in Cambridge und in Brüssel vertreten. Zu den von RAND bearbeiteten Themen gehörten in den letzten Jahren unter anderem Strategien zur Destabilisierung Russlands
unsere Überlegungen zum Krieg mit China. 2019 hat Rent einen Report veröffentlicht, Beanspruchung und Destabilisierung Russlands. Ziel dieser Studie, und das steht jetzt wörtlich in dieser Studie, es werden Optionen untersucht, die die USA und ihre Verbündeten in allen wirtschaftlichen, politischen und militärischen Bereichen verfolgen könnten, um Russlands Wirtschaft und Streitkräfte sowie das politische Ansehen im In- und Ausland zu belasten, zu überfordern und aus dem Gleichgewicht zu bringen. Diese Rent Corporation ist jetzt aus ihrer Sicht den strategischen Stand der Dinge, die sie mit voranbetrieben haben, nämlich den Russland-Ukraine-Konflikt, bewertet. Aus US-Sicht sind die wichtigsten Ziele erreicht. Wir haben es ja schon allzu deutlich, merken wir es ja selbst in unserem Portemonnaie, die EU ist abgekoppelt von den Energielieferungen aus Russland. Die russische Wirtschaft ist auf Jahre hinaus geschädigt, nach Ansicht von Rent. Und vor allem, Russland ist aus Sicht von Rent nicht mehr in der Lage, die geostrategischen Interessen der USA zu stören, wie es in Syrien möglich war. Als weiteren Pluspunkt sieht Rent an, dass Schweden und Finnland der NATO beitreten. Wenn wir uns das anschauen, was hier Rent über Europa mit Europa vorhat, dann können wir noch sagen, wir wollen ihre Kriege nicht. Ihre Kriegspropaganda wollen wir nicht und Frieden schaffen ohne Waffen. Bei einer Fortführung des Krieges in der Ukraine lassen sich nach Rent für die USA kaum noch strategische Vorteile erzielen. Ganz im Gegenteil. Dieser Krieg bindet entscheidende Ressourcen der USA, die an anderen Orten der Welt vorteilhafter für ihre Interessen eingesetzt werden könnten. Als negativen Aspekt sehen Sie weiterhin, dass sich Russland stärker an China annähern könnte und andere Staaten mit hineinziehen könnte. Deswegen hat Rent kürzlich zwei weitere Reports veröffentlicht, um den Krieg zu beenden. Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Krieg zu beenden. Die erste Möglichkeit ist, die Parteien finden eine diplomatische Lösung und schließen einen Friedensvertrag. Oder die Parteien kämpfen so lange, bis einer als Sieger vom Feld zieht. Mit Avoiding the Long War stellt Rent Überlegungen an, wie die USA die Ukraine und Russland zwingen könnten, den Krieg zu beenden und einen Friedensvertrag abzuschließen. Bei diesen Überlegungen spielt absolut keine Rolle, ob die Ukraine die von Russland besetzten Gebiete zurückerhält. Das ist ja immer das, was die ukrainische Regierung, was Zelensky erzählt, sie wollen die Gebiete zurückhaben. Das interessiert Rent überhaupt nicht. Wie hatte Klaus von Donani einmal treffend dazu geschrieben, die Verschleierung ihrer Machtinteressen mit humanitären Argumenten hat für die USA Tradition und darf uns nicht täuschen. Die Amis werden sich nach diesem Szenario mit dem Friedensvertrag aus den Konfliktherden in Europa zurückziehen und werden der EU überlassen, den Scherbenhaufen, der hier eingerichtet wurde, zu beseitigen. Die zweite Option, die Eskalation des Konfliktes, scheint momentan von den Falken in der USA-Administration unter Biden bevorzugt zu werden. Mit der Lieferung von schweren Waffen soll Russland in Bedrängnis gebracht werden, sodass von der russischen Armee Schläge gegen Ziele innerhalb des Territoriums von NATO-Staaten provoziert werden. In den durchgespielten Szenarien geht es um Warnschüsse von Russland gegen unbedeutende Ziele bis hin, das ist auch ein Szenario, was die Rent betrachtet, bis hin zum Raketenbeschuss von Rammstein. Also sie spielen das gesamte Eskalationsszenario in ihren Reports durch. Als Gegenschlag der USA ist denn jeweils die militärische Enthauptung der russischen Armee geplant.
Natürlich soll das strategisch-taktisch so erfolgen, dass es nicht zu einem weltweiten Atomkrieg kommt und dass nie das Territorium der USA mit betroffen wären. Also es ist ein absolutes Horrorszenario, was die dort vorhaben. Aber das dicke Ende kommt noch. Olaf Scholz, der Mann mit der roten Linie, der selbst erklärt hat, dass es für ihn keine roten Linien mehr gibt. Herr Scholz, Sie haben bereits wieder eine rote Linie von uns überschritten, mit der Zusage zur Lieferung von Kampfpanzern, obwohl Sie das vorher ausgeschlossen hatten. Sie fordern uns jetzt also auf, Ihnen und Ihrer Regierung zu vertrauen. Einer Regierung vertrauen, in der die Völkerrechtlerin und Chefdiplomatin Annalena Baerbock ganz undiplomatisch und schnippisch kurz mal Russland den Krieg erklärt hat. Herr Scholz, wann endlich feuern Sie diese Person? Das ist nicht der einzige Schaden, den Sie bisher angerichtet haben. Sie versichern hoch und heilig, dass eine Lieferung von Jagdfliegern in die Ukraine nicht in Frage kommt. Dabei sind schon über 50 Flugzeuge der Typen MiG und Sukhoi geliefert worden. Von Deutschland aus 20 MiG-29 über den Umweg über Polen. Es sollen weiter 200 Jagdflugzeuge des Typ F-16 geliefert werden. Das ist beschlossene Sache. Es ist nur noch die Frage, ob das gemacht wird, sondern nur noch wie. Das kann man auch in diesem Report dieser besagten Rennkooperation nachlesen. Weiterhin kann man dort nachlesen, dass seitens der Ukraine 50 Flugzeugführer bereitstehen. 50 von 200. Wie soll es dann weitergehen? Wer soll die anderen 150 Maschinen fliegen? Wer stellt das geschulte, trainierte und erfahrene Bodenpersonal? Um das Ziel für einen Sieg der Ukraine über Russland zu erzwingen, ist eine Bodenoffensive mit Panzerspitze, Artillerieunterstützung und Unterstützung mit Kampfverbänden aus der Luft geplant, wovon ja Selenskyj intensiv träumt. Nach Einschätzung von Benz sind solche komplexen Zusammenwirken von verschiedenen Truppenteilen nur für drei Armeen sind nur drei Armeen in der Lage, so etwas durchzuführen. Die USA, Russland, China und die NATO im Verband. Das ist ebenfalls Rentstrategie. Noch einmal, Herr Scholz, wollen Sie die deutsche Bevölkerung zum wiederholten Male versuchen, hinter die Fichte zu führen? Trotz besseren Wissens behaupten Sie, es wird keine Verwicklung der NATO und der Putinswehr in diesen Krieg geben. Deshalb meine Forderung: Nie wieder Krieg, weg mit allen Militärbündnissen. NATO raus aus Deutschland. Deutschland raus aus der NATO. Besatzer raus aus Deutschland. Rammstein und alle weiteren Militärbasen schließen. Stoppt die Kriegshetzer, stoppt Kriegshetze und die Kriegstreiberei. Lasst uns alle weiter zusammenstehen für die Zukunft, für unsere Kinder und für die nächstfolgenden Generationen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank, Günther, für deine Informationen und deine anständige und schöne Rede. Als nächster Redner ist der Manfred aus Quedlinburg bei uns zu Gast. Bitte, Manfred. Liebe Sangerhäuser, liebe Mitstreiter, liebe Freunde, gern bin ich eurer Einladung gefolgt und freue mich, heute vor euch sprechen zu dürfen. Mein Name ist Manfred Stockmann, ich bin 72 Jahre alt und Rentner. Ich komme aus der schönen Stadt Quedlinburg und habe natürlich auch eine Beziehung zu eurer schönen Stadt.
Meine Lebenspartnerin hat hier ihre Wurzeln. Durch sie habe ich hier auch neue Freunde und Bekannte gefunden. Meinen Lebensabend hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Jedenfalls nicht so, dass ich es einmal als notwendig erachten würde, auf die Straße zu gehen, um zu protestieren. Vor 3 Jahren und dem Beginn des Wahnsinns, der unsere Gesellschaft erfassen sollte, änderte sich alles. Seit letztem Jahr hättet ihr mich jeden Samstag 14 Uhr auf Spaziergängen in Quedlinburg finden können, wo ich mit Gleichgesinnten gegen den Wahnsinn protestiert. Am 3. Oktober vorigen Jahres fasste ich mir ein Herz und hielt das erste Mal in meinem Leben eine öffentliche Rede. Ich stimmte nicht ein in den Lobgesang unserer Eliten, den sie an diesem ehrwürdigen Tag der deutschen Einheit wie jedes Jahr anstimmten. Ich sagte, dass sie sich wieder auf die Schulter klopfen würden und sich gegenseitig bestätigen, wie gut sie doch sind. Mit dem Besuch der EU-Kommission in der Ukraine wurde eine weitere Eskalationsstufe gezündet. Der Weltfrieden hängt an einem seidenen Faden. Können wir den Weltkrieg noch verhindern oder befinden wir uns schon mittendrin? Das ist meine Frage. Um zu verstehen, wie es wieder zu einem Krieg in Europa kommen konnte, möchte ich aus einer Rede des Geostrategen der USA, Georg Friedman, zitieren. Ich zitiere: Das Hauptinteresse der Außenpolitik während des letzten Jahrhunderts, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg, waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Weil vereint sind sie die einzige Macht, die uns bedrohen kann. Unser Hauptinteresse galt, sicherzustellen, dass dieser Fall nicht eintritt. Zitat Ende. Er hat den Krieg in der Ukraine vorausgesagt und angekündigt. Auch in dem Buch von Zbigniew Brzezinski, der jahrelange Berater von US-Regierungen, er hat das Buch geschrieben, Die einzige Weltmacht. Er präsentiert seine geostrategische Vision der amerikanischen Vorrangstellung im 21. Jahrhundert. Dieses Buch ist noch erhältlich. Der Preis lag bei 20 Euro und ist jetzt bei 192 angelangt. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ich verstehe jetzt, warum die Inbetriebnahme der Gasleitung Nord Stream 2 mit allen Mitteln verhindert werden musste. In der DDR hat man versucht, eine Freundschaft mit den Völkern der Sowjetunion durch die Gründung der deutsch-sowjetischen Freundschaft quasi zu verordnen. Das konnte genauso wenig gelingen, wie es heute nicht gelingen wird, uns dazu zu bringen, das russische Volk zu hassen. Den Krieg verurteile auch ich, wie das jeder normal denkende Mensch tut. Aber mit Schuldzuweisungen wäre ich eher zurückhaltend. Denn den einen Schuldigen an einem Krieg gab es zu keiner Zeit. Ich bin da ganz bei einem Daniele Ganser, einem Schweizer Historiker und Friedensforscher, dessen sehr aufschlussreich seine Beiträge sehr aufschlussreich sind. Der normale Bürger will keinen Krieg, aber er wird uns wieder aufgezwungen durch unsere jetzigen sogenannten Freunde der USA. Es muss jetzt unser Hauptanliegen sein, unseren Protest darauf zu richten, einen dritten Weltkrieg zu verhindern und für eine sofortige Beendigung der Waffenlieferungen und dieses Krieges einzutreten. Wir brauchen keine verantwortungslosen Kriegstreiber, sondern Diplomaten. Die USA sind die Meister unter den Intriganten. Sie haben es bisher immer geschafft, ihre Interessen durchzusetzen und haben eine Spur der Verwüstung mit Millionen von Opfern hinterlassen.
und ganze Regionen destabilisiert. Die Strategie, Staaten gegeneinander auszuspielen, scheint jetzt auch in der Ukraine aufzugehen. Liebe Leute, ich kann euch nur empfehlen, informiert euch. Nehmt es nicht als gegeben hin, was euch ZDF, ARD und die großen Printmedien berichten. Holt euch weitere Informationen und bildet euch eure eigene Meinung. Es ist heutzutage niemandem verboten, durch Erweiterung seines Wissens klüger zu werden. Ich halte es dabei, wie Heiko Schrank schon zu sagen pflegt, wer zur Quelle, zur Wahrheit kommen will, muss gegen den Strom schwimmen. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Zum Schluss noch ein Satz. Es ist für mich unerträglich, dass wieder mit deutschen Waffen russische Soldaten getötet werden. Ich bin fassungslos. Vielen Dank. Ja, Reinhard May mahnte uns zur Wachsamkeit. Das sollten wir auch tun. Erst nochmal danke, Manfred, für deine Rede. Die nächsten Redebeiträge kommen aus eurer Mitte. Es haben sich einige angekündigt. Einige sind zu mir gekommen, wollten was sagen. Und beginnen möchte ich mit Melanie aus Querfurt, einer jungen Mutter. Bitte, Melanie. Ja, hallo, ich grüße euch. Ich spreche heute als Mutter von 4 Kindern zu euch. Erstmal einen großen Dank an euch, dass ihr immer so zahlreich und lautstark hier auf dem Platz steht. Für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung und gegen die kriegsgeilen Altparteien. Ich bin Mutter von 4 wundervollen Kindern. Davon habe ich 3 Söhne. Und ich werde alles dafür tun, dass sie nicht für diese Kriegstreiber in den Krieg ziehen. Was hier abläuft, ist nicht im Auftrag des deutschen Volkes. Wir sind nicht im Krieg mit Russland. Diesen Wahnsinn müssen wir endlich beenden. Ich sage hier klar und deutlich, Army, go home! Am 26.02. findet eine große Protestveranstaltung unter dem Motto Rammstein schließen, Army go home statt. Doch eins sollte uns gerade jetzt umso mehr vereinen, und zwar den Frieden. Ich hoffe, dass viele von euch ich in Rammstein sehen werde. Ich bedanke mich für euren unglaublichen Einsatz. Danke. Danke, Melanie, für deine Rede. Und hier schon der nächste Redebeitrag aus eurer Mitte. Stell dich bitte vor. Mein Name ist Annette Krabbert, ich stamme aus Sangerhausen. Bin hier geboren, war ja eigentlich auch mal sehr glücklich. Ich mag Sarah Wagenknecht, ich mag Gysi, ich bin keine von den Linken. Ich mag Alice Weidel, ich bin keine von den Rechten. Ich war früher CDU-Mitglied, ich mochte Frau Merkel. Ich habe 2015 die CDU verlassen. Ich muss nicht erklären, warum. Ich bin auf keinen Fall ausländerfeindlich, aber ich konnte mich teilweise nicht mehr identifizieren. Momentan habe ich Angst. Ich habe einfach nur Angst. Ich bin eine von den wenigen, leider viel zu wenigen, die jeden Montag, Montag für Montag, nicht plump Reichsbürgerfahnen hinterherlaufen. Nein, ich bin auch der Einladung der Bürgerinitiative Sangerhausen gefolgt, habe vor ein paar Wochen in der Jakobikirche das Gleiche gesagt. Ich laufe nicht plump Reichsbürgerfahnen hinterher. Es kann schon sein, wenn ich Montag hier bin, da sind vielleicht auch Reichsbürger, ich weiß es nicht, wir haben die gleiche Meinung, das mag sein. Dem Banner, den ich hinterherlaufe, ohne Waffen Frieden schaffen. Ich habe Angst.
Ich wiederhole ein paar Sätze aus der Jakobikirche. Ich bin sehr traurig, dass ich keine Großeltern mehr habe. Es lebt keiner mehr davon, altersbedingt. Manchmal bin ich heute fast froh, dass sie das nicht mehr erleben müssen. Weil wenn ich drüber nachdenke, mit wie viel Kraft und wie viel Entbehrung dieses Land aufgebaut wurde, egal ob im Osten oder im Westen, und wie schnell so ein Land jetzt zerstört wird, wird mir schlecht. Damit könnten meine Großeltern gar nicht umgehen. Nochmal zu der Einstellung von vorhin, Sarah Wagenknecht, Gysi, Alice Weidel, wen ich auch mag, Daniel Ganzer. Ich bin auch kein Verschwörungstheoretiker, wurde aber trotzdem zum Beispiel Pfingstmontag in der Lärchengasse eingeengt, weil wir halt auch da uns frei bewegen wollten. Dem folgten dann irgendwelche Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz, ich war mir keiner Schuld bewusst. Dem folgte dann Androhung von Erzwingungshaft, angeblich versehentlich, weil ich keine Strafe bezahlen wollte. Das ist für mich keine Demokratie. Das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Ich habe das große Glück, dass ich seit 1989, das sind jetzt 34 Jahre, in der gleichen Firma bin. Diese Firma leite ich jetzt mittlerweile seit 2007 ganz allein. Ich habe einfach nur Existenzangst. Ich kriege das Material nicht mehr ran. Die Wirtschaft wird ruiniert und ich weiß nicht warum. Wir stecken Unmengen an Geld in irgendwelche Waffen und ich weiß nicht, wer schafft mit Waffen Frieden. Es kann nicht funktionieren. Wir entziehen der Wirtschaft das Geld und stecken das in Waffen. Und das kann nicht funktionieren. Es klappt nicht. Abschließend noch ein paar Worte zu Russland. Die wollte man in der Jakobikirche auch nicht hören. Dazu muss ich sagen, dort wurde ich auch ständig unterbrochen, so nach 3 Minuten, ich solle aufhören. Heute lasse ich mich nicht unterbrechen. Ich bin der Meinung, ich hatte nur einen 10. Klasseabschluss zu DDR-Zeiten. Es gab eine deutsch-sowjetische Freundschaft. Die wurde uns eingetrichtert. Gut, ich bin ein Ossi, ich war hier nie weg. Gott sei Dank konnte ich immer hier bleiben. Warum soll ich jetzt Russland hassen? Ich verstehe es nicht. Was hat Russland mir getan? Wir hatten Öl, wir hatten Gas, er hat Holz, er hat Bodenschätze, er hat Trinkwasser, er hat alles, was wir brauchen. Warum soll ich mich mit Russland streiten? Ich kann es nicht nachvollziehen. Meine Meinung zu Selenskyj. Toller Vergleich. Diener des Volkes. Eine Fernsehserie wird 5 Jahre ausgestrahlt in der Ukraine und in Russland mit dem Schauspieler Herrn Selenskyj. 5 Jahre lang guckt das Volk, Diener des Volkes. Ein Präsident, toll, ein hübscher Mann, der schafft alles, alles funktioniert. Das ist so ähnlich, wie wenn ich 5 Jahre lang jeden Tag den Bergdoktor gucke, ein hübscher Mann, keine Krankenkassenkarte, hat für alle Zeit, jeder wird gesund. Es funktioniert, es klappt. Jetzt kommt der Siegel, macht überhaupt eine Praxis auf, wo rennen die Leute hin? Zu Herrn Siegel, zum Bergdoktor, der ist nicht mal Arzt. Und Selenskyj ist für mich kein Präsident, entschuldige. Und abschließend noch eine Bitte. Weil ich immer von vielen Leuten höre, wir würden ja Montag mitkommen. Ja? Kommt einfach mit, wir laufen keinen Reichsbürgerflaggen hinterher. Wir haben nur einen Wunsch, wir wünschen uns von ganzem Herzen Frieden. Wir wollen einfach nur unser Leben zurück. Mehr wollen wir nicht und deswegen sind wir auf der Straße. Wir wollen nicht provozieren. Ich möchte einfach nur in der Demokratie leben und ich möchte Frieden haben. Mehr möchte ich nicht und ich habe Angst. Danke, Annette, für deine offenen und ehrlichen Worte. Vielen, vielen Dank. Die nächste Rednerin kommt auch aus euren Reihen. Einige kennen sie. Sie wollte mal Landrätin werden, aber heute ist sie hier als stinknormaler Mensch, der für den Frieden ist. Kathrine Kaiser. Hallo aus Sangerhausen. Waffen liefern die Reichen. Die Armen liefern die Leichen. Danach kann man diesen Krieg eigentlich
einsitzen. Dieser Krieg bringt nur Tod und Verderb auf allen Seiten. Aber wie funktioniert so ein Krieg? Ein Krieg kostet Geld. Und nein, die Reichen, die machen nicht ihre Portokasse auf. Die Reichen bedienen sich derer Sachen, so wie in Deutschland auch geschehen, und diese Steuer läuft zum Beispiel auch noch weiter. Ich spreche von der Schaumweinsteuer, vielen auch als Sektsteuer bekannt. 1902 war die kaiserliche Kriegsflotte so ein bisschen in den Miesen, man wollte die unterstützen, da hat man die Schaumweinsteuer eingeführt. Noch heute geht 1,02 € von einer Flasche Sekt an die Bundesregierung. Nun frage ich mal, wo ist die kaiserliche Kriegsflotte hin? Sie liegt bereits am Boden des Skagerrak und verrottet dort. Wo geht dieses Geld hin? Der Zweck ist weg, die Steuer bleibt. So zieht es sich durch unser Leben. Von einem Euro bleiben euch nach allen Abzügen noch 47 Cent. 47 Cent, mit denen ihr dann das tun könnt und lassen, was ihr damit machen möchtet. Den Rest kassiert vorher der Staat. Der Staat gibt dieses Geld sehr gern für Dinge aus, mit denen wir nicht einverstanden sind. Unter anderem jetzt aktuell auch für Waffenlieferungen. 2,3 Milliarden Euro wurden vom 1. Januar bis zum 30. Januar diesen Jahres, also vom letzten Jahr bis dieses Jahr, in Waffen gesteckt. Hier die Listen, wer sich dafür interessiert, würde ich es jetzt vorlesen, sprenge ich die Zeit und wir stehen wahrscheinlich noch um Mitternacht hier. 2,3 Milliarden Euro, wenn ihr euch das vorstellt, Mansfeld-Südharz hat einen Haushalt von 213 Millionen Euro pro Jahr. Das heißt das Zehnfache. Das Zehnfache, 10 Jahre lang könnte unser Landkreis hier vor Ort von diesem Geld den Haushalt bestreiten, was wir aktuell an Rüstungsgütern in die Ukraine verbringen. Es ist eine Schande. Wir stehen alle ruhig da. Ihr nicht, ihr seid hergekommen, aber der Rest. Normalerweise müsste dieser Platz aus allen Nähten brechen. Wir müssten uns alle hier drängeln und schubsen. Ich bin gespannt, wann die Menschen aufwachen. Aber wahrscheinlich werden wir erst wach, wenn sich das bewahrheitet, was eine Strack-Zimmermann fordert. Sie fordert die Wehrpflicht zurück. Aber mein Sohn wird für diesen Krieg nicht ins Feld ziehen. Und eure Söhne und eure Töchter werden auch für diesen Krieg nicht ins Feld ziehen. Eine Habeck hat bei Frau Maischberger geäußert, er wird in diesem Krieg nicht kämpfen. Er wird in diesem Krieg auch nicht fallen. Das kann ich mir schon vorstellen. Der macht sich nämlich vorher aus dem Staub. Diese Regierung, es ist nicht wert, Regierung genannt zu werden, weil diese Regierung verrät unser Volk und sie verkauft es. Man soll sich bloß einfach mal daran erinnern, 1945, als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, standen unsere Großeltern da und haben mühevoll dieses Land wieder aufgebaut. Sie haben mitbekommen, wohin ein Krieg führt. Aber wir scheinen das alles vergessen zu haben. Diese Jahre sind lange her. Sie jährt sich dieses Jahr. Zum wiederholten Male, 78 Jahre sind es dann schon her. 78 Jahre, in denen wir vergessen haben, was Krieg bedeutet. 78 Jahre und wir erheben wieder die Waffen gegen ein Brudervolk, gegen ein Volk, was uns sehr nahe stand, was wir lieben gelernt haben und auch lieben sollten. Schon Bismarck hat eins verstanden, ein Frieden in Europa gibt es nur mit Russland, nicht ohne Russland. Weil egal, wo sich zwei streiten auf dieser Welt, wenn zwei sich streiten, freut sich bekanntlich der Dritte. Und da komme ich zu einem ganz anderen Thema. Bismarck hat auch erkannt, vor damals schon als Politiker, er war ja sehr angesehen, und hatte auch ein bisschen was im Kopf, was vielen Politikern heute leider fehlt. Länder haben Interessen. Die haben nicht. Es gibt keine Freundesstaaten oder es gibt keine Feindesstaaten in dem Sinne, sondern Länder haben Interesse. Unser Land müsste eigentlich Interesse haben, unser Volk bestmöglich zu versorgen, damit unsere Wirtschaft floriert, müsste Handelsbeziehungen in die ganze Welt treiben, auch nach Russland. Aber wir scheinen dieses Interesse verloren zu haben. Aber da scheint jemand anders Interesse zu haben. Wir haben Interesse, andere Länder haben Interesse. Das heißt, wir sind für ein Land nur interessant,
Wenn wir die Interessen des anderen Landes verfolgen, und aktuell verfolgen wir nur die Interessen von den USA, von anderen NATO-Staaten, aber nicht mehr unsere eigenen. In der UN-Charta gibt es eine Feindstaatenklausel. Vielen dürfte es bekannt sein. 1994 wurde sie als obsolet erklärt. Was ist obsolet? Moment mal, wenn sie denn nicht mehr da wäre, dann hätte man sie ja rausstreichen können. Das macht man nicht. Man streicht keine Klausel raus. Warum nicht? Nein, Japan und Deutschland sind weiter Feindstaaten. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, dass auch militärische Interventionen sehr schnell von heute auf morgen möglich wären. Ja, Russland, ja, Putin könnte morgen auch in Deutschland sein. Er braucht davor nicht voll oder UN-Sicherheitsrat vorzusprechen und sagen, ich möchte jetzt da rein. Nein, er kann das einfach tun. Und das sollte uns allen bewusst sein. Wir gehen hier auf die Straße, wir wollen keine Fortführung des Zweiten Weltkrieges, wir wollen auch keinen Dritten Weltkrieg. Wir wollen Frieden. Und Frieden schaffen wir nur ohne Waffen. Dankeschön. Danke, Katrin, für deine Rede. Auch ich habe 2014 schon hier auf diesem Markt gestanden. Mit Woyner und seiner Band Die Bandbreite. Und wir haben gegen diesen Krieg in der Ukraine demonstriert, der 2014 schon begonnen hat. Wo das ukrainische Militär und diese National-Dingsbums, dieses Azov-Bataillon, ukrainische Menschen, russischstämmige, einfach ermordet haben, nur weil die nicht mitgemacht haben, was der Kollege Poroschenko und wie, keine Ahnung, wie der andere hieß, wollten. Und ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich heute wieder auf diesem Markt stehe. Aber ich bin froh und glücklich, dass so viele Menschen dennoch hierher gekommen sind, um mit uns gemeinsam für den Frieden zu demonstrieren. Vielen, vielen Dank. Noch kleine Briefe. Hier steht drauf, Frieden durch Diplomatie, ich bin gegen Waffenlieferungen und Briefumschläge. Wer einen möchte, hier von diesem Brief, kann sich einen abholen, in Briefumschlag stecken und das unserem Bürgermeister kundtun, indem man es dann in den Briefkasten des Rathauses oder des Landkreises steckt. Moment, das sind doch keine Bananen oder Ausreiseanträge. Bevor ich die Veranstaltung offiziell beende, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, die Sie so zahlreich erschienen sind, beim Landkreis für die schnelle und unkomplizierte Genehmigung dieser Veranstaltung, bei allen Rednern, und nicht zuletzt bei der Polizei für die Absicherung dieser Veranstaltung. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen, euch, einen schönen Nachhauseweg, ein schönes Restwochenende und bleibt immer dabei, kämpft für den Frieden. Vielen, vielen Dank. Somit ist die Veranstaltung offiziell beendet.